Im Juli wurde im Netflix-Anime-Katalog richtig eifrig rotiert. Weit über 10 neue Titel wanderten ins Angebot des VOD-Anbieters. Meinen entsprechenden Juli-Überblick verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Etwas unaufgeregter fällt hingegen der August aus, zumindest was die bisherigen Anime-Ankündigungen betrifft. Sollten noch weitere Netflix-Anime-Neuzugänge für den kommenden Monat kommuniziert werden, erfahrt ihr das natürlich in meinem wöchentlichen Anime-News-Format. Nun aber zur Netflix-Programmvorschau für den August. Nach dem nicht enden wollenden Netflix-Ninja hin und her vor einigen Wochen wird das Naruto-Universum im Katalog des Anbieters nun durch das Sequel Boruto bereichert. Ab dem 1.8. steht euch Staffel 1 von Naruto Next Generations zur Verfügung. In Deutschland ist die im Jahre 2017 gestartete Fortsetzung zum Shonen-Klassiker Naruto auf Disc bei KSM erhältlich, während euch beim Anbieter TV Now die ersten 51 Folgen mit deutscher Synchro zur Verfügung stehen. Ob und wenn ja wann Netflix auch die weiteren Staffeln ins Programm aufnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls im August startet, wie bereits berichtet, das Reboot des Anime-Klassikers Shaman King bei Netflix. Nachdem der 52-teilige Anime im April dieses Jahres sein japanisches TV-Debüt hinlegte, stürmt die Neuauflage des Klassikers am 9. August in den weltweiten Netflix-Katalog. Und zwar mit einer deutschen Synchro, zu der es bereits erste und gleichzeitig erfreuliche Infos gibt. Demnach dürft ihr euch auf nahezu alle Sprecher aus der Originalserie freuen. So wird Protagonist Jo zum Beispiel von Hubertus von Lerchenfeld vertont, der seine Stimme beispielsweise Sanji in der deutschen One-Piece-Fassung leiht. Shaman King! Am 11. April dieses Jahres betrat die nächste Anime-Adaption eines Hiromashima-Mangas die japanische TV-Landschaft. Der Fairytale-Nachfolger Eden Zero um den weltraumreisenden Protagonist Shiki startet nun endlich auch auf Netflix durch. Ab dem 26. August wird die erste Hälfte der Serie zum Abruf bereitstehen. Und zwar, wie gewohnt, wahlweise mit japanischer oder deutscher Synchro. Die Hauptrolle in der deutschen Fassung übernimmt übrigens Tim Schwarzmeier, der unter anderem Subaru aus ReZero oder Senku aus Dr. Stone seine Stimme leiht. Bist du ein Jäger? Und auch eine Weltpremiere steht im kommenden Monat auf dem Netflix-Programmplan. Der Anbieter konnte sich die Lizenzrechte am Monster Hunter CGI-Spin-Off Legends of the Guild sichern und zeigte den knapp einstündigen Film am 12. August als Weltpremiere. Ich bin hier, um euch zu warnen. Eine Drachenälteste befindet sich auf ihrer Querung. Der Filmableger der beliebten Videospielreihe erzählt die Geschichte von Monsterjäger Aiden, der sein Heimatdorf vor einem sprichwörtlich monströsen Drachen beschützen will. Erst vor kurzem erschien mit Monster Hunter Stories 2 der neueste Sprössling der Videospielserie, während die Live-Action-Verfilmung derzeit im deutschen Kino zu sehen ist. Pass auf, Kumpel, wenn's brenzlig wird, ist Plan A wegzurennen. Pläne C, D und E sind verstecken, verhandelt und wegrennen. Apropos Videospiele. Netflix gab vor kurzem den Release-Termin des Witcher-Spin-Off-Movies Nightmare of the Wolf bekannt und präsentierte einen ersten Trailer, aus dem ich euch natürlich ein paar Ausschnitte zeigen möchte. Der südkoreanische Animationsfilm vom Legend of Korra-Studio Mir wird ab dem 23. August weltweit zum Abruf bereitstehen. Im Ableger zur gefeierten Videospielreihe, die auch eine Live-Action-Umsetzung auf Netflix spendiert bekam, rückt der Charakter Wesemir und dessen Vergangenheit in den Fokus der Handlung. Kommen wir, wie gewohnt, auch in dieser Ausgabe noch zu den Short News des Monats. Auf der offiziellen Webseite zum 30. Jubiläum der Manga-Reihe Baki gab man nun bekannt, dass die neue Anime-Staffel namens Baki Hanma, Son of Augur, im Herbst dieses Jahres auf Netflix erscheinen wird. Die bislang veröffentlichten Staffeln der Serie, die in Summe 39 Episoden zählen, sind ebenfalls bei Netflix verfügbar.
Auf der Webseite des kommenden Spriggan-Anime-Reboots wurde vor kurzem verkündet, dass die Serie nicht, wie ursprünglich geplant, 2021 auf Netflix erscheint, sondern wir erst nächstes Jahr mit dem Titel rechnen können. Als Grund für die Verschiebung gaben die Verantwortlichen an, dass man die bestmögliche Qualität gewährleisten möchte. Die Anime-Umsetzung des Drama-Mangas Beastars wird fortgesetzt. Dies gab man nun bekannt. Ob der nächste Arc in Form einer dritten Staffel adaptiert wird oder in OVA oder Filmform daherkommt, ist noch nicht bekannt. Beide bisherigen Beastars-Staffeln stehen im Netflix-Katalog zum Abruf bereit. Das war euer monatliches Netflix-Anime-News-Format auf YouTube. Weitere Netflix-Zu- und Abgänge verkünde ich dann, wie gewohnt, in meinen wöchentlichen Anime-News.